Hallo miteinander zu einer weiteren Folge vom Minecraft Let's Play. Ihr habt wieder eingeschaltet, das freut mich doch. Und ich weiß gar nicht, ist es so dunkel zum Schlafen gehen oder haben wir gleich geschlafen? Ich habe keine Ahnung mehr, aber auf jeden Fall, ich weiß noch, in der letzten Folge haben wir ziemlich gefailt. Und ja, ich glaube, es wird wirklich gerade dunkel, also. Dort hinten geht doch die Sonne unter, Amix, also denke mal, dort hinten geht die Sonne unter. Ich habe ja immer noch die Sache, ja, ich kann schlafen, ich habe die Sache mit der Krankheit gehabt, wo ich dann eigentlich gemeint habe, ich habe es geschafft, dass keine Folge fehlt. Und was ist denn passiert, nachdem ich am Samstag aufgenommen habe, ist meine Stimme weg gewesen. Oder ja, ich habe einfach schlichtweg keine Chance gehabt zu aufnehmen. Ich bin zwar wieder gesund gewesen, bin auch wieder arbeiten gegangen, aber ja, man hat mich einfach nicht verstanden, wenn ich etwas gesagt habe. Ja, genau da sind wir nochmal stehen geblieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann machen wir noch einen weiter da. So. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, jetzt haben wir einen geholt. Das funktioniert das da nicht. Wieso fließt es jetzt da immer noch? Seltsam. Ja, eben auf jeden Fall, ich bin sind zwar arbeiten gegangen, ist an und für sich auch wieder soweit alles okay gewesen. Aber dann hat sich dann halt meine Stimme verabschiedet. Wieso ist es da in die ja. Nein, das ist sowieso falsch gewesen. Da hat man so einen Block. Ja, ich weiß auch nicht, warum es jetzt da in die Richtung fließt, aber jo. Das soll uns glaube ich nicht weiter stören, weil das ist ja nachher eh da unten drin. So. Und da ebenfalls. Und dann ist natürlich nicht an das Aufnetzdenken gewesen, ohne Stimme. Ich meine, wenn ihr mich ja nicht hören, was soll das denn? Oder nicht verstehen. Ah ja, jetzt eingesammelt. Jetzt fließt das Wasser natürlich nur bis da. Jetzt aber da. Die da raushauen, dann stimmt, so kommt das Wasser genau bis da her. Das heißt, das funktioniert jetzt da schon mal. Wir können jetzt da momentan wieder die Fackeln montieren und wir sollten noch mal was essen. Darum ist die Folge, die ich eigentlich damit gerechnet habe, dass die am Sonntag online geht, jetzt doch erst gestern online gekommen. Also videomäßig gestern, ich habe sie heute aufgeladen. Heute, so wie ich jetzt hier aufnehme, ist Montag. Das heisst, einen Tag später ist die rausgekommen. Jetzt müssen wir uns hier natürlich überlegen, das Wasser fließt bis da, das heisst, wir müssen da eigentlich wegnehmen. So, weil da jetzt quasi das Ganze eben gesammelt wird. In dem Graben drin. Wo wir uns dann noch überlegen, dass wir sicher sehr wahrscheinlich da noch ein kleines Räumchen erstellen könnten eigentlich. Dann bedeutet, dass wir da etwa noch zwei Blöcke weitergehen, bevor wir dann da das Gebäude da abschließen. So, und dann würde ich sagen, machen wir dann da noch den Eingang her. So. Dann würde ich sagen, auf dieser Ebene da gibt es noch kein Fenster. Dann müssen wir dann, glaube ich, noch Glas holen.
Außer da hinten, da machen wir ein schön grosses Fenster. Ja genau, jetzt haben wir noch einen Stein verbaut. Wir haben sie ja vorig, nicht wahr? Die Steine. Ein Stack kann ich noch. Ziehen wir da noch schnell eine Reihe drauf. So. Und auf der nächsten Ebene dann. Na, da hinten zwar noch kein Fenster, weil da hinten ist die ganze Technik verstaut. Muss ich glaube auch nicht überall Fenster haben, das Dingens, aber lustig wird es dann, wenn ich eine Etage höher machen muss. Oder wenn irgendwas will eine Etage höher machen werden. Wie hat denn die Konstruktion ausgesehen bis dann? Jetzt vorläufig machen wir das einmal noch nicht. Und dann würde ich sagen, kommt hier halt gerade eine komplette Reihe mit Glas rein. Da natürlich nicht. So. Da machen wir ein grosses Fenster rein. Da kommt ja dann die Türe drin. Das heißt, das kann schon mal zu. Dann habe ich jetzt hier auf der anderen Seite einen Block gemacht. Das heißt, auch hier kommt so auf die ganze Länge dann Glasscheiben drin. Und zwar zweistöckig machen wir das Ganze mit der Glasscheibe. Das war jetzt falsch hier. Ich komme wieder weg. Jetzt gehen wir dann da eh die Steine aus. Den ist auch wieder geholt. So. So. Und so. Da oben ziehen wir jetzt das da schon mal über. Ja, ist ein bisschen lästig zum Bauen, so wie ich mich da positioniert habe. Aber. So. Gut, der Baum wird dann vermutlich eh noch weichen. Jetzt dient er mal noch zum Bauen. Und zwar kommt jetzt das da nach oben so eine Reihe drauf. Und das wird dann da oben übergezogen bis auf die andere Seite. Ja, die Technik, die momentan einfach da hinten so versteckt ist, muss ich mir dann auch noch etwas überlegen, was ich mit der mache. Könnte ich sie ja beispielsweise einfach da oben drüber ganz normal da runterziehen, weil ich meine, es ist völlig egal, wenn man die Technik sieht. Bin jetzt da nicht so drauf fixiert, dass man da quasi alles permanent immer versteckt, wie es gewisse andere machen. Schauen wir einfach von den Clean Stones, die wir noch haben, ob wir überhaupt noch welche haben. Oder wir herstellen, ja, ein Stack jetzt noch. Nehmen wir mal zwei Stacks mit, um da unten in den Unterofen wieder rein zu schiessen. Wir haben glaube gar keine Kohle mehr da drinnen. Jetzt zuerst wieder Kohle holen. Sehr wahrscheinlich. Weiß sogar gar nicht mehr. Ja, da hat es 32 Steine drin gehabt. Da in dem Fall auch noch 32 Steine. Das heißt ja, die werden da nie kommen. Das heißt, einfach mal auf gut Glück wieder da irgendwo in den Graben reinbuddeln. Oder ne, das ist nicht. Ne? Wo ist das gewesen? Einfach mal drauf losbuddeln. Zum Kohle finden. Ja, machen wir jetzt halt einfach einmal da einen Gang rein. Irgendwo stoßen wir dann schon wieder auf Kohle. Eisen, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Könnt natürlich auch da schon Lava finden. Einfach Lava nehmen. Einfach nicht gerade Lava mit Lava in der Hand rumlaufen.
dann ist da die Lava da drin. Und da ebenfalls. Und dann machen wir jetzt da wieder Anladung Clean Stones. Könnte das, glaube ich, allgemein ein bisschen mehr mit Lava machen. Könnte dann auch bei meinem automatisierten Ofen grundsätzlich auch mal mit Lava schaffen, nicht dass es dann immer Lava... Glas habe ich noch mitnehmen. Falsche Kiste. Ja, ich denke zwei Stacks langen sicher. Sonst habe ich glaube nie mehr. Clean Stone. Die Frage ist, brauche ich noch mehr? Momentan. Da hat es auch kein weiterer Clean Stone. Auch nicht. Und jetzt wird es schon wieder dunkel, das heißt, wir können noch mal schlafen gehen, bevor wir da uns unserem Neubau da einer widmen. Noch gar nicht groß gesehen. Und wir schlafen wieder eine Runde. So. Das Schäfli scheren. Könnte ich eigentlich auch noch zwischen rein. Okay, meine Schere ist im Unterstock, das heißt, wir machen das nicht zwischen rein, sondern gehen jetzt da zuerst mal wieder ja, hallo, so montieren da jetzt einmal Glas drin. Ja, das ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Mal irgendwie von innen auf das Teil drauf pumpen und dann das am besten so da machen. Ja genau, und dann das falsche Glas abbauen. Und runterfallen. Mag jetzt nicht nochmal rumlaufen, machen wir das einfach mal so. Ihr merkt, ich konzentriere mich da jetzt gerade schnell ein bisschen, dass ich nicht allzu viel daneben bauen will. Das mit dem Glas setzen ist wirklich so eine Sache. So. Die erste Scheibe steht. Dann haben wir da dann wieder Steine her. So. Da hinten rum kommen auch Steine, wobei ich jetzt eigentlich... Ich könnte das auch gerade da hinten so lassen. Dann da einfach einen Technikeingang machen. Wobei die Technik wandert natürlich dann irgendwann nach oben. Aber ich mache es jetzt trotzdem so. Geplant und für gut befunden. So, die Glasscheibe ist jetzt wesentlich schneller drin gewesen. Und jetzt gehen uns dann die Steine aus. Ich glaube da oben durch das Dach. Muss nicht unbedingt aus Clean Stone sein. So, ziehen wir das da noch schön da rum. Ah,
Science Deck kann ich noch. Und wenn wir jetzt ja gesagt haben, dass wir nicht unbedingt aus Cleanstone sind. Ah, da muss ich doch noch schieben rein. So. Ja, Boden lassen wir da mal noch Erde drin. Ich brauche natürlich noch schlussendlich noch Türen. Ich könnte doch die Decke einfach mal aus Birkenholzbretter machen. Damit wir auch die mal so verwenden. Ich denke, es sieht auch gar nicht einmal schlecht aus. Mit Birkenholz an der Decke. Ja genau, und man baut den Block ab und setzt ihn am gleichen Ort nochmal her. Ganz schlau. Ich bin fast schneller, wäre, wenn ich auf das Dach bauen gehe. Oder von da unten. Was jetzt effektiv schneller ist. Ja, auf jeden Fall da oben drauf, da kommt ja dann wieder Erde. Im nächsten Stockwerk. Wenn wir dann das Ganze nochmal erweitern. Jetzt momentan haben wir ja noch zu wenig. Rüebli und Herdöpfel, um das schon erweitern dort oben. So, und jetzt müssen wir das Birkenholz holen. Wo wir noch hin. Ja. Sieht doch eigentlich gar nicht einmal so schlecht aus, wenn ihr euch vorstellt, dass da oben noch ein zweiter Stock oben drauf kommt, der dann gleich aussieht. Also das wäre zumindest einmal der Plan. Wenn ich dann einmal genug Rüebli und Herdöpfel habe, dass sie auch ganze Stock abpflanzen kann. Birkenholzblätter jetzt da noch relativ viel. Muss ich doch da noch schnell schauen. Ich habe noch ein bisschen Birkenholz gehabt. Kein Birkenholzblätter, gut. Das heisst, wir gehen mit denen jetzt einmal wieder drauf. Und ich sehe, die haben schon wieder ziemlich überzogen. Das heisst, da wird es gerade einen Cut geben. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin, tschüss miteinander.